Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Yeah, es geht heute mal wieder weiter. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich es schaffe, jetzt mit dem schnelleren Internet die Folge rechtzeitig hochzuladen. Bin ich ja wirklich sehr gespannt. Sollte aber eigentlich gehen und, weil jetzt haben wir nämlich tatsächlich den, ja heute halt, also heute ist Samstag, der 1. um 12.28 Uhr, wie ihr da unten seht. Und die Folge soll um 16.30 Uhr rauskommen. Bin ja mal sehr gespannt, ob das klappt. Ihr werdet es ja dann schon sehen. naja, wenn die Folge halt draußen ist. So, ich gucke mal, was haben wir denn hier? Ein Schaufler-Resonator. Und ich habe mir überlegt, ich mache doch auch mal bei Guild Wars 2 20 Minuten Folgen. Oder was meint ihr? Ist doch auch mal nicht schlecht. Auch wenn es noch ein bisschen weniger Zuschauer hat als die anderen Projekte. Aber dann habe ich bei allen Projekten einheitlich 20 Minuten, mein Gott. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Jetzt wollte ich erstmal hier hinten hingehen und mal gucken, was dort ist. So. Ja, lass mich in Ruhe, du Schaufler. Ich brauch dich nicht. Du störst mich nur. Ich wollte mich mal angreifen hier. So. Ich bin ja auch mal sehr gespannt, wie lange die Festplatte noch durchhält. Also wie voll ich die schreiben kann, bevor sie zu langsam wird zum Aufnehmen. Jetzt ist, glaube ich, noch ein Terabyte frei und die ist schon bei 130 MB pro Sekunde, was eigentlich noch ausreichend ist. So, wie man sieht, ich habe nämlich noch 30 FPS in der Aufnahme. Yep, okay. Also nicht das Spiel, sondern halt die FPS, mit der in die Datei geschrieben wird. Also, naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, ist aber komisch mit dem Schatten hier. Ach, warte mal, kann ich jetzt... Es muss doch irgendwann mal gehen, dass ich mal den Schatten auf Ultra stellen kann. Moment. Schatten, 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 Ultra. So, sieht doch schon viel besser aus und ruckelt zum Glück auch total immer noch, wie man sieht. Es ist einfach, ja, ich weiß nicht. Also, das Spiel ist einfach scheiße programmiert. Also, ich kann da auch nicht mehr zu sagen. Also, wenn mein PC das nicht schafft, ja... Dann weiß ich auch nicht. Allein die Grafikkarte hat, wie gesagt, 1000 Euro gekostet. Das ist eine GTX Titan. Also wenn das nicht reicht, liebe Guild Wars 2 Entwickler, ja, dann ist euer Spiel einfach scheiß programmiert. Das tut mir furchtbar leid, das so sagen zu müssen, aber das ist doch für den Arsch. Echt mal. Ich habe mir vor allem wegen Guild Wars 2 eine bessere Grafikkarte gekauft, weil ich dachte, es liegt jetzt an meiner Grafikkarte. Ist die vielleicht zu schlecht, um die Schatten auf Ultra zu stellen? Und dann sehe ich ja, von wegen, hehe. Ja, hat sich ja toll richtig gelohnt, die Grafikkarte, wie man sieht. Die Schatten kann ich immer noch nicht auf Ultra stellen. Also, wenn ihr das Problem habt, ne, nur nochmal, sage ich es halt nochmal, ihr braucht euch keine neue Grafikkarte kaufen. Das wird nicht helfen. Vielleicht liegt es auch an Nvidia, vielleicht läuft es mit AMD-Grafikkarten, ich habe keine Ahnung, aber im Moment sieht es eher nicht danach aus. Naja. So, stirb, du elender Zerstörer-Troll. Ich werde dich zerstören und deine Familie in den Tod stürzen. Nee, das Dorjak wollte ich gar nicht angreifen. Och, Mann, ey. Das ist so blöd, dass man immer so um sich legt und dann immer die Dorjaks mittrifft. Obwohl man das eigentlich gar nicht will. Verdammt. Ich wollte es doch in Ruhe lassen. Ach, Mann. Na, egal. So, dann haben wir jetzt hier auch ein totes Dorjak. Gibt ja auch ein bisschen EP. Oh, 500 Todesstöße. Mann, da bin ich aber ganz schön... warte mal, erst 500? Das war wenig. Ich habe erst 500... Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich erst 500 Mobs getötet habe. In den 37 Leveln, die ich habe. Habe ich doch bestimmt noch mehr, oder nicht? Das ist ja seltsam. So, dann gucken wir mal, was... Ja, was haben wir denn hier? War gerade die Maus wieder aus dem Bildschirm, das passiert auch mal gerne. Ach, hier geht's ins nächste Gebiet, Mensch. Das ist ja auch nicht schlecht. Schauen wir doch mal, was ist denn da? Schaufler-Schreck-Klippen. Okay, Level 40. Entdecken wir mal kurz die Wegmarke und gehen mal wieder zurück, weil wir sind hier ein bisschen zu low für. Wenn schon die Schafe hier Level 40 sind, dann werden wir da selbst nicht viel ausrichten können. Leider... Und müssen also jetzt hier wieder zurückkehren und uns hier um eine wunderschöne Aufgabe bemühen, die es zu erledigen gilt. Nämlich
Zerstörer bekämpfen und ihre Baue einstürzen. Wo ist denn deren Bau? Ich finde hier gar keinen Bau. Naja, weiß ich nicht. So. Hier hinten vielleicht. Herumrumpelnde Felsen. Was rumpelt da? Rumpel, pumpel, die bumm. Ach, Zerstörerkrebs. Und die Arkanistin dankt mir. Yeah. Die Krupper. Die ist bestimmt verantwortlich für den Stahl, die Krupper. Die macht halt Kruppstahl. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Lustig. Ha ha ha. Ich lach mich tot. Ha ha ha. Oh Mann. Ach, hier sind die. Ach, hier so. Alter, na klar. Da, Leute, euer Zuhause brennt. Muss das so? Hm, scheinbar. Naja, so. Da war's kaputt. Kaputski. Kaputski. Ich kann gut Russisch. Kaputski Kalaschnikow. Alexandrovich. Madroschka. Mamuschka. Ist Russisch. Alles Russisch. Mein Dialekt ist gut. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe die Wörter nur erfunden oder nachgeklappt. Ach, keine Ahnung. Oh, eine Zerstörer-Harpie. Und da sind rumpelnde Felsen. Aber wir werden jetzt erstmal diese Zerstörer-Harpie treffen. Sofern sie nicht wegfliegt. So. Tot. Tot, tot, tot. Geht tot. Geht kaputt. So. Du elende Harpie. Ja, was gibt's denn zu erzählen in der Welt? Muss ich gerade mal überlegen, was gibt's denn jetzt wieder Neues? Ach, da gibt's ja so viel. Thomas de Maizière hat ja auch schon wieder irgendwas verkackt. Ach, das war das mit den Drohnen, die keine Flugerlaubnis bekommen haben irgendwie. Weil sie keinen Kollisionsschutz haben. Weißt du, jeder Fiat Panda hat schon Kollisionsschutz, aber natürlich nicht die hunderte Millionen teuren Drohnen. Das wäre ja auch zu viel verlangt. Ach, Mann. So, jetzt stirb endlich mal, du Veteran-Zerstörer-Harpier. Stirb. Sind Harpien eigentlich männlich oder weiblich? Oder sind das Zwitter? Ich weiß es nicht. Hey, wo bist du? Wo will die hin? Oder er? Ja, das ist eine gute Frage. Ist es ein er? Ist es eine sie? Hm. Tja, gute Frage. Ah, der Guild Wars 2 nutzt doch die Grafikkarte ganz schön aus. Das hört man richtig, wie laut die wird. Ja. Und die Festplatte auch. Na gut, aber... Also man hört es richtig. Was war denn da mit den Drohnen? Kein Kollisionsschutz. Ja, pf, toll. Haben sie, glaube ich, aus Amerika irgendwie gekauft und naja, ach, weiß ich nicht. Wer wieder für sowas zuständig ist. Ach, Mann. Also da kann ich einfach nur einen Kopf schütteln, ey. Weißt du, unsere Steuergelder für so sinnlose Sachen ausgegeben wieder. Statt das in Bildung zu stecken, weißt du? Hier bei uns an der Uni schaffen sie Informatik ab. Da muss ich jetzt die Uni wechseln. Also was heißt Informatik abschaffen? Schaffen sie es wirklich ab? Ich hab... Irgendwie wollen sie da auch wieder was ändern. Und weil da nicht genug Studenten sind oder es zu teuer oder was weiß ich denn bitte. Keine Ahnung. So, hier, du wirst auch nochmal wiederbelebt. Hier ist der einfach tot. Das ist aber echt keine tolle Arbeitsinstellung. Naja, so, dann sind wir damit... Alter, 12 von 15 schon, was? Da bin ich auch was durch hier, das gibt's ja nicht. Hier oben sind noch ganz, ganz viele Aussichtspunkte. Und da ist noch ein Aussichtspunkt, da muss ich auch nochmal hin. Okay, dann nehme ich mal den Weg hier nach oben. Also in den Norden. Und naja, nach oben ist eigentlich auch... Geht ja bergauf. Mit uns, mit unserer Wirtschaft und mit dem Spiel und was weiß ich. Nee, keine Ahnung. Ja, ja. Schön. Weißt du, oder der Berliner Flughafen, der ist ja genauso ein Mist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer sowas plant. Wie kann man denn das wirklich so verkacken? Das verstehe ich gar nicht. Haben die da Praktikanten dran gesetzt oder was? Oh, Arkanistin Kruppstahl. Krupper, schreibt mir. Eine allgegenwärtige Bedrohung. Die Zerstörer am Schwingenpass konnten überwunden werden, nicht zuletzt durch eure Unterstützung. Dieser kleine Sieg gab der Abtei zwar Zeit, ihre Kräfte nur zu sammeln, aber die Zerstörer werden wiederkommen. Solange Primordus lebt, werden wir keine Ruhe finden.
Vielleicht werdet ihr das alles eines Tages beenden. Ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid, und ich würde euch auch diese Großtat zutrauen. Viel Glück, Eskor. A. Kruppa. Haben die immer noch nicht gefixt. Meine Fresse, eh. Habe ich auch noch nicht erlebt. Dass man so einen Bug da ewig drin lässt hier. Da nicht. Aber dass da so eine komischen Zeichen drin sind. Jetzt komm doch mal da hoch. Jetzt geh. Mann, ist der denn zu blöd, da hoch zu gehen? Alter. Ist klar, ne? So, hier bitte einmal hoch. Danke. So, geht doch. Mann. Mal diese Bergsteiger-Noobs. Hier, diese Charaktere. So, jetzt. Mann. So, ansehen. Epische Musik zum Blick über die Landschaft und auf die Felsen. Was ist das? Die Minen von Moria? Nee, keine Ahnung. Wer baut denn da Minen rein, so in dem Felsen? Naja, keine Ahnung. So, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Also, nee, eigentlich nach unten, aber nach Norden. Warum sag ich denn immer oben? Ach, keine Ahnung. So, und dort treffen wir auf eine Sehenswürdigkeit, die ist aber gar nicht im Norden, sondern im Osten. Ja, da auf der anderen Seite von der Mauer ist sie. Nee, gar nicht. Also, siehst du, hier liegt mal einfach so. Alter, Schlundhöhle. Kamera? Hallo? Alter, was ist das denn bitte? Was zur Hölle ist das? In Filmen würde jetzt bestimmt irgendwas aus dem Boden kommen und mich auffressen. Oder was weiß ich. Hier zum Glück nicht. Ich werde mal hier... Ach, da unten habe ich auch vergessen. Ich bin so blöd, eh. Das ist einfach... Nee, warte, da gehe ich nachher nochmal hin. Ich gehe jetzt erstmal nach hier oben. Ja, nach da oben. Also so weit. Ich glaube aber, es ist der kürzeste Weg. Ja, sieht so aus. Lass mich in Ruhe, du Greif. Oder was auch immer du bist. Eulengreif. Eule greift mich an. So. Ach ja. So, was gibt's noch? Was ich auch irgendwie seltsam finde, egal wen man wählt, irgendwie ändert sich nichts. Die kopieren ihre Parteiprogramme gegenseitig und danach bilden sie wieder Koalitionen und dann hast du irgendwie... Ja, vielleicht eine ganz kleine Veränderung. Weißt du, wählst jemand, weil du gegen Atomkraft bist? Gut, naja, das ist ein schlechtes Beispiel, das wollen sie jetzt abschaffen. Oder wählst du jemand, weil du zum Beispiel... Wie soll ich da hochkommen? Weil du zum Beispiel, ich glaube, ich muss von der anderen Seite hoch, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Ich muss von der anderen Seite hoch. Moment. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Aber so werde ich da nicht hochkommen von hier. Wer macht denn diese Aussichtspunkte eh? Das ist so fies. Muss man auch erstmal finden. Na gut. So, wo war ich denn stehen geblieben? Achso, also du... Nee. Hä, wo war ich denn stehen geblieben? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Moment. Was ist denn heute los? Ich kann mich nicht mehr erinnern, worüber ich gerade geredet habe. Ach so. Ah ja, egal was du wählst, die Parteien, ja genau. Und dann war irgendwie, also hast du irgendwie eine marginale Veränderung vielleicht mit drin. Oder so, wenn du jetzt zum Beispiel gegen, oder wenn du jetzt zum Beispiel fürs Tempolimit bist. Gut, das ist fast keiner, aber sagen wir mal, du bist fürs Tempolimit und wählst deswegen die Grünen oder so. Ne? Dann wird das wahrscheinlich trotzdem nicht umgesetzt, weil die Grünen haben dann vielleicht 0,1 Prozentpunkte mehr und setzen sich trotzdem nicht durch. Also das ist dann halt Demokratie. Ach, hier komme ich einfach hoch. Ach, siehste. Ja, okay, ist ja jetzt nicht allzu schwer. Das ist tatsächlich nicht allzu schwer. Hier sind Schafe, hier ist ein Langhornbock. So. Alter... Da ist der Fertigkeitspunkt, den wir mal gemacht haben. Hier, Alter, dieser Ausblick. Genial.
La 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 la. Oh, die Sterne sind schön. Irgendwie möchte ich gerade zu den Sternen reisen. Dam 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 dam. Moment, das ist das falsche Universum, ne? Also das falsche Spiele-Themen-Universum, ach was weiß ich. Dam 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 da dam. Habt ihr eigentlich Star Trek geguckt? Müsst ihr mal machen, wenn ich es nicht gemacht habe. Also kann ich nur empfehlen. Ist gar nicht so schlecht. Gut, der fünfte Film ist scheiße, aber ansonsten geht's eigentlich. Und den 9. und 10. habe ich noch nicht geguckt, aber die anderen haben mir eigentlich gefallen. Gut, der erste war jetzt auch nicht ganz so toll. Aber der fünfte war echt Mist. Naja. So, muss ich auch mal so sagen. Aber naja, der hat auch die goldene Himbeere für den schlechtesten Film bekommen. Gibt es da so einen Negativpreis? Finde ich auch nicht schlecht. So, ja. Aber ansonsten, die Filme und Serien sind eigentlich gar nicht schlecht. Also mir gefallen die. So. Ne? Also wenn ich die im nächsten paar mehr Anspielungen auf Star Trek mache, nicht wundern. Liegt daran, dass mir das wirklich gefällt. Nee. Wo ist der Speer? Bin ich natürlich gerade direkt dran Puh. vorbeigelaufen. Piraten von Graubarts Anlegestelle und der Treibgutinsel bedrohen Kuluka Quaggan ständig. Quaggan sind friedlich. Werdet ihr Quaggan helfen? Das oben haben wir doch schon. Mensch, wieso bin ich denn schon wieder so müde? Das gibt's gar nicht. So, hier muss ich hinauf, denn hier ist ein Aussichtspunkt. Und er wird mir den Überblick über diese Welt verschaffen. Ein wenig Aussicht kann gar nicht schaden. Wo ist denn der? Ist der da ganz oben? Ich vermute schon. Die Frage ist, wie komme ich denn da jetzt hoch? Na klar. Na klar, na klar. So anscheinend. Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich muss da tatsächlich hoch. Moment. Alter. Alter. Das ist zum Glück überhaupt nicht gefährlich oder so, weil es ist überhaupt nicht hoch. Oh, epische Musik fehlt schon wieder hier. Oh, ist das schön. Ein bisschen vernebelt, aber ansonsten ganz schön. Vor allem auch, wie hochauflösend das ist mit diesem Monitor hier. Also wenn ihr später irgendwann mal so einen 4K-Monitor habt, gut, das ist jetzt kein 4K, das ist 2560 mal 1440 Pixel, aber wenn ihr halt einen Monitor mit der hohen Auflösung habt oder so einen 4K-Fernseher, dann werdet ihr das sehen, dass das richtig schön aussieht im Vergleich zu 1080p. Ist zwar kein 4K, weil das kriege ich technisch noch nicht hin, da fehlt mir auch der Monitor zu. Außer irgendwer von euch möchte mir gerne dafür 4000 Euro schenken, dann kaufe ich mir den natürlich. Wobei mit den 4000 Euro würde ich lieber was anderes kaufen. Zum Beispiel ansparen fürs Haus oder so, ich weiß nicht. Aber an sich ist natürlich so ein 4K-Monitor gar nicht schlecht. Oder generell die Auflösung. So, jetzt muss ich aber erstmal hier runter und dort mich ein wenig umschauen nach. Falschsee ist da. Warte mal, halt. Entschuldigung, bin gerade wieder müde. Ich muss mal hier lang laufen. Da oben ist so Schnee und hier unten ist so warm. Alles voll mit Gras und Bäumen. Was ist das schön hier? Der Baum vor allem auch mit, naja, recht hoch aufgelösten Blättern. Naja, geht. Sollte man nicht allzu nah ranzoomen. Dann sieht scheiße aus. So, was ist das schön hier? Ach, hier würde ich aber auch gerne leben. Das ist so dieses Bergfeeling, das gefällt mir irgendwie hier. Dieses Bergige. Von den blauen Bergen kommen wir. Was ist das denn hier? Hobbithöhle oder was? Ach nee, doch nicht. Von den blauen Bergen kommen wir. Unser Lehrer ist genauso doof wie wir. Das Gehöft ist fest verschlossen. Es sieht aus, als führt kein Weg hinein. La 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 la. Ach Mann, ich sing schon wieder so schön. Ja. Was ist das? Das sieht wirklich aus wie so eine Hobbit-Höhle, bloß ohne Hobbits. Ey, Hobbits wissen, wer der Bilbo ist, Mann. Aufheben, leeres Fass. Was da wohl drin sein mag. Werfen. Was kann denn in dem leeren Fass drin sein? Ach, plötzlich ist nicht mehr leer. Siehst du?
Ja. So ändern sich die Zeiten. Plötzlich wird aus dem leeren Fass ein Fass. Ob da dann was drin ist, ist eine andere Frage, aber es ist nicht mehr als leer explizit gekennzeichnet. Naja, so. Jäger Vitora, Hallöchen. Die Bewohner von Vanyes Hof wurden durch Jotun von ihren Wurmjagdgründen vertrieben. Sie suchen dringend Unterstützung. Alter, wie riesig ist das Gebiet hier bitte? Für welches Level ist das hier? 37, okay, mal passt ja. Wir sind ja jetzt. Alter, wir sind schon 38, was? Das geht aber schnell. Dann werde ich mich mal hier hinunter begeben. Und mal ein wenig mich umgucken im See. Oh, ein Lachs. Arktische Qualle. Arktisch vor allem, das ist so warm hier. Oder ist es nicht warm? Ja, oh Gott, ist das Wasser kalt. Boah, ist das kalt. Ich will hier nicht mehr drin bleiben. Duida. Duida. Keine Ahnung.